Hallo und willkommen zurück zu Flinks spielt die Legende von Griborg Teil 2. Ich lade schon mal das Spiel. Man sieht, ich glaube, ich habe das Porträt von der Ratte geändert. Einige werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich bei der Erschaffung meines Insektoiden-Magiers einen Fehler gemacht habe. Der Insektoiden-Magier war nämlich kein Magier, sondern ein Kämpfer. Ich habe die gleiche Gruppe im Prinzip nochmal neu aufgebaut, genauso wie die alte auch. Und den Vorspann auch schon durchlaufen lassen und dort gespeichert, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, so dass ich jetzt mit den korrekten Klassen auch losspielen kann. Das habe ich nach drei, vier Schritten gemerkt. Infolgedessen denke ich mal nicht so schlimm. So, ja, wir sind in einem Käfig an einem Strand. Und haben eine Tür, die wir so alleine nicht aufkriegen. Und uns infolgedessen den Stock, der da liegt, holen. Und der Kampfmagierin geben, weil die Kampfmagierin diese hübschen blauen Hände hat. Wenn man mit denen angreifen will, kommt man ins Magiemenü. Und damit sie vorne angreifen kann, braucht sie als erstes eine Waffe. Der Minotaur kann auch ohne Waffen angreifen. Also, zack, aufmachen. So, dann wollen wir uns mal auf dem Strand umschauen. Das habe ich noch herausgefunden. Diese Dinger kann man kaputt hauen. Und dann habe ich gemerkt, dass hier unten keine blauen Hände sind und ich mich gewundert habe. Habe ich nachgeschaut, war ein Kämpfer, war falsch. Und dann habe ich schnell nochmal neu die Charaktere generiert. Da ist eine Krabbe. Kann ich mit der was tun? Nö, die läuft bloß von mir weg. So. Da liegt was Hübsches. Das sieht nach Essen aus. Einmal kurz gucken. Ja, das ist was zu essen. Gibt ein bisschen, füllt das Hungergefühl ein bisschen auf. Ansonsten, wie es aussieht, sind meine Charaktere nackt. Na, dann hoffen wir mal, dass die bald was zum Anziehen finden, weil nackt ist, glaube ich, auf einer Insel nicht ganz so das Perfekte. So. Immer schön auch zu den Wänden hindrehen, damit man unter Umständen geheime Knöpfe oder sowas sehen kann. Das habe ich mir schon damals angewöhnt, dass ich da immer alles mir angeschaut habe. Man kann sich so ein bisschen auch frei umschauen, indem man die rechte Maustaste drückt. Um zum Beispiel auf dem Boden zu schauen, ob da was rumliegt oder an der Decke vielleicht ein Knopf oder was weiß ich was ist. Mal schauen. So, da hinten ist ein Schiffswrack. Komme ich da hin? Wahrscheinlich eher nicht. Da müsste ich schwimmen und schwimmen kann ich glaube ich nicht. Da würde ich gerne hin und das ein bisschen leer räumen. Ich glaube auch nicht, dass so früh das ist. Oh, da hinten liegt was. So, wollen wir mal gucken. Eine zerrissene Hose. Macht einen Schutz, wiegt 300 Gramm. Können wir gleich nochmal die Waffe anschauen. Das ist ein Stock. Eine leichte Waffe, die ein bisschen Schaden macht, das um die Stärke erhöht wird und die hat halt eine Abklingzeit und ein Gewicht. 3 Sekunden und über 1 Kilo. So, und jetzt zeige ich gleich mal die Sache, die ich eingeschaltet habe, weil ich nicht den Oldschool-Modus genommen habe. Die Karte. Die wird automatisch gezeichnet. Da kann man dann auch ein bisschen sehen, hat man schon irgendwas noch nicht erforscht oder so weiter. Das sieht jetzt alles ganz gut aus, was ich da habe. Man kann auch Notizen machen. Zum Beispiel packen wir den mal dahin und sagen, Gewicht ist nicht weiter wichtig, aber da könnte ich dann gucken. Also wenn da mal was Wichtiges ist, dann werde ich das auf alle Fälle markieren oder was ist, was ich noch nicht lösen kann oder sowas.
So, dann werden wir hier mal weiter erforschen. Oh, ein Knochenknüppel. Der Knochenknüppel. Ja, der ist noch ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Schaden. Ist gleich. Jetzt habe ich da hinten die vergessen. Da muss ich gleich nochmal hin. Kann ich den Knochen aufheben? Nein. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. Durchs Wasser. Laufen. Und hauen das kaputt. So, 15 war schon was. Was ist das hier? Da kann ich glaube ich auch nichts machen. Kleine Nische, ohne was drin. So, da waren wir. Das sieht ein bisschen. Geht aber auch kaputt. Oh, eine Schildkröte. Dann wollen wir doch mal. Die sieht nicht freundlich aus. Ups. Du stehst auf meinem Stein. Und du machst mir Schaden. Ah, Schildkröte kaputt und Schildkrötensteaks. Die sind auch nahrhafter als die Früchte. Gut. So, wo war mein Stein? Da war mein Stein. Die werden automatisch wieder aufgesammelt. Das war auch schon in Grimrock 1 so. So, hier haben wir ein Gitter mit einem Knopf. Wir gucken aber erstmal uns den Strand fertig an. Vielleicht finden wir ja noch was Hübsches. Komme ich auch nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. So, haben wir alles erforscht? Ja, das sieht gut aus. Gut, dann werden wir mal schauen, was hinter der Gittertür ist. Da ist zumindest schon mal eine Schildkröte. Oh, kritisch getroffen. Na, kommst du? Oh, die kommt sogar angerannt. Na, noch eins. Ah, die hauen aber schnell zu. Die sollen nicht so doll schnappen. Die nächste Schildkröte tot. Und es ist weiter Strand. Schnell den Stein aufheben. Ein Ei. Ein Schildkrötenei. Ja, zum Essen, klar. Hätte ja sein können, dass man die jetzt auch ausbrüten kann und ein Tierchen kriegt. Da ist noch eine Schildkröte. Und noch befehlen sollte man die nicht. Bisschen rumtanzen, je weniger die mich versuchen können zu treffen, umso besser. Aber ich sollte vielleicht auch mal treffen. Dass die sich aber auch immer umdrehen, wenn ich gerade hingehe. So, geht tot. Nicht mich beißen, es tut weh. Kann das sein, dass die ein bisschen härter ist als die anderen? Ja.
zumindest geben die gleichen Erfahrungspunkte. So, noch einer. Nee, aber erstmal den Stein wieder aufsammeln. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch so alles haben. Bin ich schon einigermaßen umgelaufen, im Wasser war ich noch nicht. Oh, da ist ein Kraut. Das bekommt gleich mal mein Mist. Tiefer ins Wasser. Okay. Warum auch wohin? Oh, eine Schatzkiste. Mit ein paar Schuhen drin. Und einem geräucherten Seebarsch. Und einer Fackel. Die Schuhe gehen als Schutz einmal ab an die Füße. Und die Fackel. Oh, die kann ich sogar zum Kämpfen benutzen. Aber ich denke mal, die werde ich lieber aufheben, um nicht zu machen. So. Dann sind wir jetzt durch. Auf der Seite. Oh, die Schatzkisten werden auch mit eingezeichnet. Super schön. So, da habe ich noch eine Ecke, wo ich reingucken kann. Oh, da hinten ist ein Licht. Dann wollen wir mal schauen, was das Licht so bringt. Aber erstmal sammeln wir noch ein paar Wurfpfeile auf. Da ist sogar noch einer. So. Einmal umgucken. Auch wieder ein paar Grippe. Scheint keine ganz freundliche Insel zu sein. So. Da gucken wir gleich nochmal lang. Am besten gleich. Das müsste ich eigentlich von der anderen Seite schon mal geschaut haben. Aber da hinten ist Ende, also gehen wir erstmal zu dem Licht schauen, was denn da noch hübsches sein könnte. Da liegt auch was auf dem Boden. Okay, ein Schlüssel. Ja, mit dem Licht selber kann man nichts machen, okay. Aber hat mich zumindest zu dem Schlüssel gelockt. Ja, ich hatte jetzt glaube ich alles. Das war... genau. So. Da ist noch ein Ei gewesen. Kann ich jetzt bitte noch eine versteckte Schatzkiste finden? Schatzkisten finde ich schön. So, da ist das Ei. So. Der eigentlich bei mir erwartet, dass was im Wasser liegt, aber man kann nicht alles haben. So, da ist noch eine Gittertür. Wollen wir wetten, dass man für die Gittertür einen Schlüssel braucht? Ja. Aber wie beim letzten Mal auch, erst schauen, was sonst noch hier so rein könnte. Ein Stein. Gut, dann nehmen wir doch jetzt mal unseren Schlüssel und schließen auf. Eine Höhle. Ups, da sind Tonplatten. Tonplatten
sind normalerweise dazu da, um Fallen auszulösen, würde ich behaupten. So, ein abgenutztes Hemd. Der hat zurzeit immer, glaube ich, die meisten Schaden gekriegt. Wir können mal ganz kurz gucken. Schaden. Gibt's hier gar nicht das Ausweichen? Als, ach, da oben steht Ausweichen, genau. Und er hat jetzt inzwischen Schutz 3. Sie hat 1 Ausweichen, noch keinen Schutz. Sie kriegt auf alle Fälle die nächsten Rüstungsteile, die wir finden. Sie macht mit der rechten Hand, würde ich mal behaupten, 2-6 Schaden, mit der anderen nix, weil er hat sie nicht drin. Ist bei dem auch so. Ah, nee, der macht auch mit seiner Faust Schaden. Ja klar, die kann nicht zuhauen. Hier, ja, ein bisschen, okay. Der hat ein Kraut dabei. War mir nicht so, als ob ich noch ein anderes Kraut gesehen habe. Also, bevor ich mich darum kümmere, laufe ich nochmal ganz schnell zurück. Ja, ein Schiff mitten im, auf dem Land. Kein Knopf, kein Dings. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir die Platten, um die Tür aufzukriegen. Ich laufe nochmal ganz kurz zurück. Ich bin der Meinung, ich am Anfang hatte ich noch Kraut gehabt, was nicht im Wasser war. Und ich will ja kein einziges Kraut vermissen. Genau, das war bei der ersten Schildkröte. Das habe ich vergessen einzusammeln. Ich dann hier geschaut. Da ist Ende. Da ist Ende. Ja, das sieht so aus. Gut, dann gehen wir mal und schauen, ob wir die Tür aufkriegen. Was nicht so schwierig sein sollte. Nein, hier wollen wir nicht hin. Anfangs gibt es meistens einfache Rätsel, und ich löse Rätsel gerne. So, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Wenn ich auf die trete, passiert nichts. Wenn die auf die Trete öffnet sich die. Okay. Dann werden wir mal einfach ein Ding hier drauflegen. Wenn ich jetzt hier weggehe, ist da eine Schildkröte. Wenn ich da wieder drauf gehe, geht es wieder zu. Okay, dann was passiert, wenn ich das drauflege und wieder wegnehme? Ui, bleibt offen. Ah, ich kann mein Essen behalten. Gut, da ich jetzt hier. Oh, du kannst nicht weglaufen. Da bist du. Auf der anderen Seite ein. Nein. Okay. Upsa. Ich gedacht, dass du zweimal so schnell hintereinander rennen kannst. Na komm. Stückchen. Na gut, dann. Na. Nicht verfehlen, ihr sollt treffen. Ich habe dir extra die Waffenfertigkeiten gegeben, Tower. Brief auf dem Stück da. So, nu, aber geh endlich tot. So, du hast doch garantiert wieder Fleisch liegen lassen. Oh, die Darts, die waren bei dir mit drin, diese Pfeile. Meine Steine. Da einer, gut. So, dann schauen wir uns mal kurz um. Wobei, das interessiert mich natürlich schon. Ein Brief. Packen wir mal zu den Magier. Magier können am besten lesen. Ein Brief. Lieber Besucher, willkommen zu meiner Insel. Ich hoffe, deine Reise war nicht zu,
nicht zu sehr im Gegensatz zu deinem Leben. Ich denke, du wirst diese Insel sehr wunderschön finden. Aber auch als der gefährlichste Platz der Welt. Ich habe keine hohen Erwartungen über deine Überlebensfähigkeit, aber vielleicht kannst du mich aber vielleicht kannst du mich widerlegen. Am besten rüstest du dich aus, bevor die Nacht einbricht. Der Inselmeister. Das sieht so aus, als ob die Insel von einem Menschenwesen beherrscht, erschaffen wurde. Da ist noch eine Schildkröte. Die kriegt erstmal ein bisschen Wurfgeschosse. Dann gehen wir beiseite. Wollen nämlich. Mal schnell das Inventar ausschalten. Und noch einmal. Oh nee, weglaufen gilt nicht. Ja, wo? So, noch mehr Essen. Mir fehlt noch ein Pfeil und die Steine. Die Steine sind klar da. Da lag was auf dem Boden. Das nehmen wir erstmal mit. Eine Robe, Xafix-Robe. Xafi-Robe. Oh, die macht schon mal zwei Schutz. Gut. Die kommt dahin. Du kriegst die angezogen. So. Da sind meine Steine und da ist auch mein Wurfdolch, so wie es aussieht. Und ein Steinkreis in der Mitte. Na, gehen wir erstmal vorsichtig am Rand lang. Weil in Steinkreise oder besser Pilzkreise sollte man nicht einfach so sich einfach reinstellen, weil gerade bei Pilzkreisen könnte man bei den Elfen landen und ja, aber das ist eine andere Gegend, eine andere Geschichte. Okay, die kleinen Haufen kann man nicht kaputt machen. Eine Tür. Und was geschrieben ist. Willkommen an dem Ort deiner ersten Herausforderung. Wenn du bereit bist, stelle dich in den Kreis und rufe nach dem Wächter, der Inselmeister. Der will mich also prüfen. Okay. Das heißt aber, ich kann da ungefährdet reingehen und weil ich muss dann ja noch die Wächter rufen. Oh, anderes Schlüssel noch. Sollen wir mal sehen, ob wir da einen Schlüssel für finden. Diese Art von Schlüssel, die gab es im ersten Teil auch. Da war immer was Besonderes hinter. Das Problem war bloß, es gab nicht genügend Schlüssel für alle Schlüssellöcher. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem die erstmal alle aufmachen, die ich finde, weil dafür bin ich viel zu neugierig. So, jetzt stellen wir uns nochmal kurz in die Mitte. Freue ich selber. Passiert nichts. Gut. Ups, falsche Taste gedrückt. Ich wollte noch nicht ausruhen. Naja, jetzt wird das schon dunkel. Dabei habe ich nur ganz schnell gedrückt. Ich hoffe, ich überlebe die Nacht. Da hinten leuchtet es blau. Das sieht so aus wie die
Speicherkristalle und Heilkristalle aus dem ersten Teil. Das werde ich mal dann behaupten, ist auch hier so. Und wir haben hier einen kleinen Überhang. Okay. Entschuldigung. Ist ein Loch. Kann ich da einen Stein reinstecken? Nein, da kann ich keinen Stein reinstecken. Stock? Nein, auch kein Stock. Aber das sieht wirklich wie ein Loch in der Wand aus. Okay. Fragezeichen. Denke, dann werde ich als nächstes einmal zum Speicherkristall gehen. Heilkristall, Speicherkristall. Ich kann natürlich jederzeit speichern, aber wenn ich schon einen Speicherkristall habe, dann passt das ganz gut. Es wird so langsam dunkel. Irgendwer hat doch die Fackeln. Die packen wir mal jemanden hier hinten in die Hand. Jep, das sieht schon besser aus. So. Dann noch was zu lesen. Der Kristall des Lebens. Berühre ihn, um Wunden zu heilen und tote Helden zurück ins Leben zu bringen. Aber hab Acht, seine Power, seine Kraft braucht Zeit, um sich wieder aufzuladen. Okay. Klicken wir einmal an. Und jetzt ist er abgestürzt. Ah, er speichert gleich und man sieht, die Energie ist weg. Gut, ich habe jetzt gespeichert und ich werde dann jetzt diese Folge beenden und dann geht es in der nächsten Folge hier weiter. Tschüss.